Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute wieder ein Haul für euch. Und zwar war ich mal wieder ein bisschen unterwegs. Ach, und ich habe jetzt hier noch was vergessen in die Küche zu lassen. Egal. Weil ich habe jetzt hier so eine Stofftasche mir auch geholt von Teddy, weil ich da auch mal war wieder. Das sollte ich eigentlich meiner Mama geben, weil ich war bei meiner Oma zu Besuch heute und da war Suppe drin und ich sollte ihr die Box da wiedergeben. Aber ich war so jetzt allgemein jetzt shoppen und also bevor ich zu meiner Oma gegangen bin und hier sind ganz viele Sachen drin. Zum einen habe ich heute bei Telekom im Einkaufscenter eine also Kopfhörer besorgt für 9,99 €, also ne, für meinen Tablet, weil ich keine Lust hatte, irgendwie, machen wir mal schnell, dass ich keine Lust habe, jedes Mal vom MP3-Player vom Handy aus immer wieder abstöpsel. Und deswegen habe ich mir die jetzt einfach mal geholt, extra für mein Tablet. Und das ist schwarz-weiß. Ich finde, Entschuldigung, ich habe heute einen Frosch im Hals. Ich finde, das passt so gut. Und das war jetzt mein Handy für die Vibration. Aber ich glaube, das kann man auch bestimmt auch für Headset verwenden. So. Dann nimmt man das halt wie gewohnt so ein bisschen im Ohr. Und dann halt hier auf meinen Tablet hier. Das passt super gut rein und ja, habe ich mir dann extra dann geholt. Warum? Weil wenn ich dann mal nicht schlafen kann oder wenn ich weiß, dass meine Eltern schon schlafen früh und ich möchte im Bett noch ein bisschen YouTube-Videos gucken oder was anderes bearbeiten auf dem Tablet oder zocken ein bisschen, dann ist es besser, wenn man hier so ein, wenn man hier noch Kopfhörer hat. Dann stört das auch nicht und also 9,99 € habe ich das dann halt mir besorgt. So, dann war ich bei Teddy und habe wieder CD-Hüllen besorgt. Das sind vier Stück, weil ich ja wieder CDs oder CD-ROMs hier noch einsortieren muss. Vernünftig und ja, ich habe jetzt hier schon einiges schon einsortiert von den anderen Paketen. Und jetzt habe ich wieder vier Stück A4 CD-Hüllen mir geholt für jeweils 1 €. Also insgesamt 4 €. Das ging ja flugs. Dann war ich vorhin bei Netto und ich habe mir noch was zu essen gekauft. Und dann habe ich hier noch Müllbeutel gekauft aus der Firma Priva. Ich hatte es völlig verdattert. Ich wollte auf dem Rückweg von meiner Oma aus nochmal nach DM, weil ich da noch was gucken wollte, noch ein bisschen. Und dann wollte ich eigentlich da auch Müllbeutel kaufen, habe ich aber jetzt völlig vergessen. Deswegen musste ich schnell nochmal nach Netto und habe mir dann hier Müllbeutel geholt, Tragegriff Müllbeutel, 50 Liter. Das reicht. Ich habe hier diesen Mülleimer. Hier, das ist dieser hier. Ne, der so aussieht wie so eine Einkaufstüte. Das müsste eigentlich reichen, die 50 Liter. Und das sind 20 Stück. Da habe ich bezahlt. Moment. Da habe ich bezahlt. Unter einem Euro auf jeden Fall. Das waren 65 Cent. Genau. Also dann habe ich die, dann habe ich hier oben auch schon mal welche. Dann wollte ich nicht immer wieder runter in die Küche meiner Eltern. Dann war ich auf dem Rückweg nochmal bei DM. Und als ich schon in der Stadt war, war ich bei DM, weil ich habe gehört von meiner Mama, dass meine Oma anscheinend unterwegs war. Zum Arzt hat sie irgendwie erwähnt bei meinen Eltern. Aber ich dann kannst du ja ein bisschen noch in die Stadt ein bisschen rumbummeln.
Und dann war ich dann halt das erste Mal mit dieser Tüte bei DM. Ich habe jetzt nichts mehr, ne? Und dann beim zweiten Mal habe ich diese Tüte hier. Und ja, dann wollen wir auch mal direkt loslegen mit dieser ersten Tüte. Und zwar habe ich mir zwei verschiedene Varianten von Entharus-Sachen gekauft. Ich möchte da gerne auch ein Video darüber machen, deswegen habe ich die beiden Sachen gekauft, um euch eventuell eine Review zu machen. Zeigen, das ist nicht so meine Welt, wie man das anwendet. Eigentlich ist das ja logisch. Aber ich möchte gerne so ein Vergleichsvideo machen zwischen den beiden Produkten, wenn ihr das möchtet. Und zwar, ich habe diese Sache habe ich auch bei Rossmann gesehen, aber ich habe gedacht, das müsste eigentlich auch DM haben, hat es auch. Und zwar ist das von Pilka mit Kamelinöl und Vitamin E. Das ist eine Enthaarungscreme für den ganzen Körper. Da sind 25% mehr Inhalt. Und ich hatte damals von Isana von Rossmann eine Enthaarungscreme und ich wollte es einfach mal ausprobieren, wie die ist. Da ist auch sogar ein Schaber mit bei, was ich sehr gut finde, weil das andere, was ich mal hatte von Isana, das war wie so ein, ja, wie so ein Spargel, wie beim Arzt. Und ich finde, das hier sieht doch schon eigentlich stabil aus und gut, dass man das auch super verstauen kann dann hinterher. So sieht die Tube aus. Und das soll man 3 Minuten auf einer bestimmten Stelle halt auflegen und dann halt vorsichtig irgendwann nach der Hälfte der Zeit mal gucken, sind die schön enthaart und ja. Das ist dann das. Das hat gekostet 1,95 €. Ich weiß gar nicht, wie teuer das bei Rossmann war. Ich glaube auch so um den Dreh. Auf jeden Fall habe ich die mir dann halt geholt. Aber ich tue das so lange erstmal hier in dem Karton. So. Dann habe ich mal zum Austesten, wie es ist, sowas zu benutzen, habe ich von Balea Kaltwachsstreifen geholt. Das kostet 3,45 € mit Aloe Vera und Mandelöl, enthält 4 Pflegetücher zur Nachbehandlung. Das wollte ich einfach mal testen, wie das ist. Also ich sollte das anwärmen, dann auseinanderziehen, andrücken, abziehen. Also so in dieser Richtung. Also nicht so, sondern halt so in dieser Richtung. Also ich sag jetzt mal vom Gesicht hin, ne? Zu Gesicht. Und ja, das wollte ich einfach mal versuchen, ob es klappt. Es soll schmerzhaft sein, hat man gesagt, aber ich habe bei anderen Videos gesehen, wenn man das alleine abzieht, in seiner Stärke, in seinem Ruck, dann tut es eigentlich gar nicht so weh. Ja. Aber ich habe es einfach mal mitgenommen und diese beiden Sachen werde ich dann, wenn ich die beiden Sachen abwechselnd immer mal verwende, werde ich dazu ein Video machen, ein Vergleichsvideo. Habe ich gedacht, so jetzt, wo der Frühling und der Sommer beginnt, möchte man bestimmt noch so Produkte gerne mal zum Vergleich mal sehen, wie es ist und welche Erfahrungen ich habe und so weiter. Ja, dann habe ich mir noch was von Catrice geholt. Das kostet 4,95 €. Und zwar habe ich das sehr oft in den Videos gesehen. Und zwar ist das, glaube ich, ein neues Puder. Das ist der Prime and Fine Mattifying Powder in Waterproof. Das heißt, wenn man jetzt, sagen wir mal, im Sommer schwitzt und oder wenn es regnet, dass das Make-up vielleicht verschmiert, wenn man sich dann abtupfen will. Oder wenn man jetzt ein Make-up hat, das sehr flüssig ist, sag ich mal, auf der Haut und man kann es mit einem normalen Puder nicht gut setzen,
Dann ist dieses hier anscheinend auch geeignet. Das ist die Farbe 010 Translucent, also transparent. Das finde ich schon gut. Dann werde ich das auch mal vergleichen mit meinem Puder, mit dem Ormai Plus. Aber ich glaube, die beiden sind eigentlich identisch, bis auf natürlich auf das Waterproof. Und ich finde das Titelchen total elegant, schick. Und ja, da wollte ich dann mal gucken, ob das ein gewisser Unterschied macht zu dem Ormai Plus von Catrice. Ja, die Pudrigkeit ist ganz normal. Wie mein anderes Puder auch. Also sehr schön samtig. Und ja, das habe ich mir dann halt mal geholt zum Testen. Das ist aber schon sehr, sehr lange schon da. Also wollte ich einfach mal machen. Und dann habe ich noch LE-Sachen geholt, auch da. Ich weiß, ich habe öfter gesagt, ich bin nicht so ein LE-Jäger. Also ich hole nicht immer jeden Monat ein LE-Produkt, weil ich mir denke, das gibt es auch im Standardsortiment, ne? Einiges gibt es ja auch so im Vergleich zum Standardsortiment, aber nicht dieses hier. Das hat gekostet 3,95 und das hier habe ich noch nie im Standardsortiment gesehen. Also ich werde euch mal einmal ranzoomen, weil das Fläschchen ist so klein. Das hier ist ein, das hier steht Iridescent Topper von Catrice. Das ist aus der Haute Couture. Ja, Haute oder Haute Couture. Ein Topper und zwar ist das ein, wartet mal eben, ich guck mal nach. Ein flüssiger Schimmer für einen 3D-Effekt auf den Auge. Kann alleine oder über Lidschatten verwendet werden. Und man soll es gut schütteln. Dann schütteln wir mal. Und dann soll sich wahrscheinlich auch dieses Flüssige mit den mit diesem Glitzerflüssigkeit sich vermengen. So, und dann haben wir hier so eine Pimpette. So. So, und dann kann man das auf, ich glaube hier ein bisschen auf dem Handrücken, ein bisschen draufträufeln. So. Ganz vorsichtig. So. Das leuchtet hier ein bisschen über. Ich werde das jetzt einfach mal verblenden. So, und so sieht das Schimmer geglitzert aus. Wirklich, wirklich wunderschön. Das ist so ein Rosé-Goldschimmer. Und das kann man dann halt auf Auge geben, entweder alleine oder halt auf einen Lidschatten, auf weiß, oder ihr könnt es auf schwarz, ihr könnt es auf rosé, das sieht bestimmt auch ganz toll aus. Also die Lidschatten, die matt sind und ihr wollt gerne Schimmer dabei, ist das hier doch wohl super, oder? Also ich finde es total klasse. Und ja, es glitzert jetzt hier ungemein, yo. Mach ich gleich weg. Und ja, also so wird das auch wahrscheinlich auch so sein, dass wenn ihr sehr viel reibt und verteilt, dann wird diese andere Flüssigkeit weg sein, aber dann kommt hier die Glitzerpartikel sehr schön zum Vorschein. Finde ich total gut. Und ja, das habe ich mir dann halt geholt. Genau, so. Ja, dann habe ich mir beim nochmal hingehen, als ich nach Hause gefahren bin, war ich dann auch nochmal bei DM. Und auf der Rücktour habe ich auch die Kopfhörer geholt. So, wartet mal, ich guck mal, ob ich alles hab. Ja. Und ja, dann habe ich mir einige Sachen geholt. Ich habe, wie gesagt,
Entschuldigung. So, ich habe ja vorhin gesagt, ich bin zwar nicht so ein LE. Hey, jetzt fällt hier alles runter. Ich bin nicht so ein LE-Jäger, wollte ich sagen, aber ich fand dieses hier super, super schön. Das ist aus der Catch the Glow LE. Eine Go for Glow Blush habe ich mir geholt. Das hat gekostet. Sekunde. 3,65 geholt. Gekostet. Das ist die Farbe 010 Beach Beauty. Es gab auch einen, der hieß Beach Fever oder so. Das ist so ein Bronzerton. Aber das hier hat noch so ein bisschen. So ein leichtes Peach, jetzt habe ich hier so viel Glitzer, gucken. Das ist so ein Peach-Ton. Ich werde euch doch mal hier irgendwo swatchen, wo nicht so viel Glitzer drauf ist hier. Also das ist so ein Peach-Ton. Und dieser Blush hat mich auch so ein bisschen erinnert an die High-End-Blushes, so wie Sleek und MAC und so. Und ja, ich fand das wirklich sehr, sehr schön. Ich habe mir gedacht, eigentlich, wenn irgendwas Besonderes in den LEs sind, warum holst du den nicht ab und zu sowas, wenn die das im Standardsortiment nicht haben? Also so schlimm ist das eigentlich gar nicht. Aber wie gesagt, ich bin nicht so ein LE-Jäger. Ich gucke mir das an und wenn es mir gefällt, gefällt es mir. Und wenn ich denke, es gibt sowas auch im Standardsortiment oder in der ähnlichen Richtung, dann hole ich mir das aus dem Standardsortiment. Aber ich fand das dieses hier total super und schick und habe mir das einfach geholt. Dann habe ich aus einer Krabbelkiste etwas geholt. Und zwar habe ich mir von L'Oréal Paris ein Lumi Magie Stylo Touch die Lumie Touch of Light, ein Highlighter Pen. So. Auf jeden Fall, das kostete ursprünglich 11,85 Euro. Und die haben ja jetzt auch, glaube ich, neue da drin gehabt. Habe ich mal nachgeguckt. Und ich glaube, das sind halt die älteren Versionen hier. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich das hier irgendwie abkriege. Wartet, ein bisschen habe ich schon hier weg, aber nicht ganz, erwischt. Wir haben ja Zeit. Warte, vielleicht kriege ich das ja wieder mit der Schere hin. Ne. Ich mag das nicht, wenn die das hier immer so kaputt reißen. Hier dieses so Zugleister mit Kleber. Das gibt's gar nicht. Jetzt habe ich ein bisschen gelockert. Jetzt geht das jetzt mittlerweile hier. Also, okay, man soll zwar das schön luftig verpacken, damit keiner so dran dätscht oder probiert. Es gibt ja auch extra Tester. Aber trotzdem, das ist manchmal ein bisschen nervig. Jetzt habe ich das Gott sei Dank ab. So, und das ist jetzt, es hat aber keine Farbe, das ist wie gesagt nur so ein Highlighter-Pen. Und ja, das ist halt hier dieses Pinselchen und dann macht man halt
zieht man die Farbe so ein bisschen raus. Und dann kommt schon ein Tröpfchen. Und ja, das ist halt so ein Highlighter-Pen. Ich habe das mal ich habe das von Essence auch. Aber der hier ist etwas cremiger, etwas fester. So, das ist auch, glaube ich, wie so eine Art Concealer-Pen, weil der so eine feste Konsistenz hat. Das hier, habe ich das blöd geswatcht. Also, aber es ist hell und ich habe es einfach mal mir geholt. Das kostete dann 10 Euro. Dann habe ich mir noch ein Highlighter-Pen geholt. Das kostete 2,75. Das ist ein Highlighter-Pen für den inneren Augenwinkel. Der sieht dann so aus. Und ja, ich habe den mir einfach mal geholt zum Testen. Das ist die Catrice Made to Stay Inside Eye Highlighter Pen. Habe ich mir dann halt auch geholt. Und dann habe ich mir noch einen Lippenstift von P2 geholt. Das ist 1,95 €. Ich habe nach dem Lippenstift gesucht. Die heißen Matte Lipstick. Entweder habe ich sie nicht gesehen dort in den Aufstellern, oder die gibt es gar nicht mehr, oder die stellen gerade diese Reihe gerade um. Ich weiß es nicht. Ihr könnt mir das ja mal sagen. Aber ich habe mir einen Lippenstift geholt. Und zwar habe ich den Tipp gekriegt, dass ich so dunklere Lippenstifte mir holen soll, durch meinen pechschwarzen bzw. pechbraunen, pechschwarzen Haare, sage ich jetzt, oder dunkelbraunen Haare. Und da sollen mir dunkle Farben stehen. Und ich habe mir jetzt von Pure Color diesen Lippenstift geholt. Der heißt Red Square. Der ist wirklich bombe dunkelrot. Jetzt mache ich das mal auf die andere Seite. So sieht das aus. Ah, wirklich wunderschön. Also doch, finde ich wirklich super. Also ich habe das ja auch getestet vorhin im Laden und ja, ist schon eine wunderschöne Sache. Ja, das ist jetzt mein Neuankömmling wieder mal für einige Zeit. Und ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein Feedback hinterlasst hier bei den Sachen. Und beziehungsweise bei der Review. Ich zoome euch mal einfach mal wieder raus. Bei der Review. Im Vergleich, also zwischen den Enthaarungscreme und den Balea-Kaltwachsstreifen. Und ja, ich hoffe, das hat euch gefallen und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, wie immer. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.